Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr dem Titel dieses Videos schon entnehmen konntet, handelt es sich mal wieder um einen Vlog. Ich hatte ja schon im letzten Podcast angedeutet, dass es noch einen Weihnachtsvlog geben wird. Es wird höchstwahrscheinlich zwei Weihnachtsvlogs geben. Ja, das ist immer so eine spontane Entscheidung. Eigentlich hatte ich nur ein Video geplant. Aber manchmal kommt es anders, als man denkt. Und genauso ist es heute auch wieder. Wenn ihr dieses Video seht, dann ist höchstwahrscheinlich gerade der zweite Advent. Im Augenblick ist bei mir noch Mittwochnachmittag. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich heute so ein bisschen unter Herbstblues leide. Ich weiß auch nicht, es ist schon seit Tagen so dunkel draußen. Jetzt regnet es, zwischendurch hat es mal geschneit, das war ganz schön, aber jetzt regnet es wieder und ja, ich weiß auch nicht, der Herbstblues hat mich schon wieder im Griff und das ist immer ganz schön unangenehm. Leute, die den Herbstblues haben oder mal depressiv verstimmt sind oder Schlimmeres gar, die wissen, wie unangenehm das sein kann und auch mich befällt das hin und wieder. Meistens habe ich irgendwie keine Energie, aus diesem kleinen Teufelskreis rauszukommen. Aber manchmal gelingt es mir doch, darüber nachzudenken, diese Verstimmung zu bekämpfen und aktiv zu werden. Und mir hilft es immer besonders, in Bewegung zu kommen. Deswegen war ich auch schon eine große Runde spazieren. Ich habe schon was Leckeres zum Mittag gegessen. Ich habe mir einen Linsencurry gemacht. Das war wirklich delikat. Es geht jetzt ein bisschen besser, aber ich bin immer noch so ein bisschen tranig, traurig und habe dann hier meinen traurigen Weihnachtsbaum gesehen, meine Kunsttanne, die noch gar nicht so richtig schön geschmückt war. Und das habt ihr jetzt gerade schon gesehen, wie ich das Teil ein bisschen hübsch gemacht habe. Ich habe mir ein bisschen warmes Licht angemacht und eine Kerze werde ich auch gleich noch anzünden. Das sind immer so, ja, die Sachen, die ich versuche zu gestalten, denn so das Lebensmotto, das ich persönlich für mich immer habe, ist, es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als über die Dunkelheit zu schimpfen. Und ja, so versuche ich halt immer zu leben,
meine Gefühle nicht mich kontrollieren zu lassen, sondern alles dafür zu tun, dass ich positive Gefühle entwickle und sie den negativen entgegenstelle. Und das gelingt mir immer am einfachsten, wenn ich in meiner Hobby-Ecke bin. Und ihr könnt es schon so ein bisschen sehen. Letztes Jahr haben mich ein paar von euch gefragt, wo ich diese süßen Anhänger her habe. Die habe ich tatsächlich mal selber gemacht. Ich habe von meiner Schwiegermama in Spee damals so eine Anleitung bekommen. Da war auch alles drin. Ich weiß gar nicht, wo sie das mal her hatte. Und das war schon alles fertig zurechtgeschnitten und man musste es quasi nur noch zusammennähen oder kleben, wenn das Nähen nicht so funktioniert. Und das hat wirklich riesig Spaß gemacht. Das war so eine kleine Fittelei, muss ich gerade ganz ehrlich sagen, mit so kleinen Knöpfchen und die Schleifen dann so richtig hinzukriegen und so. Das war schon ein bisschen schwieriger, für mich jedenfalls damals. Und ja, aber das habe ich jetzt gerade gemacht und das hat mich so ein bisschen wieder aus meinem Tief rausgeholt. Ich versuche immer nicht so zu schimpfen über die Situation, sondern was dagegen zu tun. Das gelingt mir aber auch nicht immer, das kann ich euch versichern. Manchmal bin ich einfach den ganzen Tag traurig und da hilft dann auch wirklich gar nichts, absolut überhaupt nichts. Aber heute habe ich es geschafft, mich so ein bisschen körperlich in Bewegung zu bringen, der Grübelei nicht nachzugeben, sondern mich zu bewegen, frische Luft zu tanken. Von daher, falls ihr auch mal das Glück habt zu merken, okay, irgendwie geht jetzt meine Laune heute den Bach runter, vielleicht könnt ihr das ja auch mal probieren. Jetzt habe ich hier schon so ein bisschen rumgespielt und habe mir auch mal ein paar neue Garne zurechtgelegt. Ich habe hier hinten noch Hendricks Cardigan, der ist fast fertig. Wenn ihr den letzten Podcast gesehen habt, dann habt ihr ja schon eine Ahnung, wie das Teil werden soll. Das ist ja der Cobblestone Cardigan. Und nun habe ich schon den ersten Ärmel fertig und der zweite ist auch fast fertig. Und ja, den muss ich jetzt noch fertig machen. Es ist wirklich super schnell, weil man hat ein relativ dickes Garn. Ich habe 4,5er Nadeln. Das ist für mich schon eine große Nadel, hätte ich auch nicht gedacht, als ich damals mit dem Stricken angefangen hatte. Habe ich auch so im 7, 8, 9, 10 mm Nadelbereich gelegen und auch entsprechend dicke Garne verarbeitet. Ja, aber das ist lange, lange her und damals habe ich auch nur grobe Schals und Mützen gestrickt, so am Anfang. Heutzutage, wenn man so schöne filigrane Kleidungsstücke macht, dann braucht man schon die etwas dünneren Nadeln und dann dauert das Ganze auch ein bisschen länger. Aber wie gesagt, den habe ich jetzt gleich fertig. Ich darf aber nicht zu weit stricken, denn ich will ja natürlich auch noch ein bisschen schönes Videomaterial für euch sammeln, damit ihr auch im nächsten Podcast noch ein bisschen was Schönes zu sehen habt. Aber ja, ich wollte euch einfach mal so ein bisschen mitnehmen, wie ich versuche, aus diesem Herbstblues rauszukommen mit Handarbeit und mit dem Kuscheln in der im Wollvorrat sozusagen. Das hilft mir alles wirklich immer sehr gut. Ja, und falls ihr Lust habt, dann macht's euch doch gern bequem und dann verbringen wir die Zeit ein bisschen zusammen. Vielleicht habt ihr auch einen Lebkuchen dabei oder ein Glas Tee oder irgendwas anderes. Und dann macht's euch mal schön gemütlich. Thank you.
nicht über einen guten Orangentee mit Bergamott. Total gut. Habe ich jetzt gerade erst bei uns im Supermarkt entdeckt und ist inzwischen mein absoluter Lieblingstee. Ja, meine Lieben, ich bin jetzt hier gerade, ich muss mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, in der sechsten Sektion der Abnahmen. Sieben Abnahmen muss ich insgesamt stricken. Und dann ist das Ärmelchen auch schon bald fertig. Ich bin ganz froh. Es ist noch genug Zeit, um den Cardigan fertig zu stricken. Und ich habe noch ein paar andere Strickgeschenke in Planung. Und ich hoffe, dass ich das noch schaffe. Meine ganzen Projekte sind inzwischen alle auf Eis gelegt, weil ich jetzt erstmal die Geschenke fertig machen will. Und ich dachte mir, wo wir hier gerade noch so schön zusammensitzen und ich ein bisschen in meinem Garnvorrat gespielt habe, kann ich euch ja noch mal ein paar Strickviren verteilen. Vielleicht ist ja für die eine oder den anderen unter euch was dabei. Ich habe nämlich vor kurzem eine ganze Menge De-Stash betrieben und allerhand Garne verkauft. Natürlich zu sehr günstigen Konditionen im Verhältnis zu dem Einkaufspreis bei mir. Da ist aber ein bisschen was zusammengekommen und da habe ich mir gedacht, okay, das Geld, das du jetzt hast, genauso viel Platz hast du jetzt quasi im Regal, im Wollregal, da kannst du dir mal ein schönes neues Modell aussuchen und dann die Wolle dafür kaufen. Und genau so ist es dann auch gekommen. Und ich bin über die Mercerie gestolpert von der lieben Sabine. Die Mercerie ist ein Wollgeschäft in München und die haben auch einen YouTube-Kanal, wo sie dann immer so ein bisschen Werbung betreiben und zeigen, was sie so an neuen Garnen und Modellen da haben. Und da wurde ich infiziert und ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich habe es aber mit einem guten Gewissen getan, weil ich gewusst habe, dass ich Platz im Schrank habe, dass ich auch ein kleines 0-0-Geschäft mache, weil ich ja ein bisschen Garn verkaufen konnte. Und da habe ich mir ein ganz tolles Modell ausgesucht. Das ist eigentlich ein Sommermodell. Das heißt Blanche. Ich kann euch ja einmal das Bild zeigen. Ist das nicht schick? Also das ist wirklich ein ganz, ganz wunderschöner, luftig leichter Pullover. Den finde ich einfach ganz, 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 ganz toll. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Ja, also wirklich wunderschön. Wird in SM angeboten und in LXL. Also ganz schön, findet ihr auch auf der Seite. Ist jetzt natürlich Werbung, ne? Dass ihr das wisst. Aber ich fand das so wunderschön, dass ich dachte, ja, für die Arbeit des Verkaufens hast du dir eine kleine Belohnung verdient. Und dann habe ich auch zugeschlagen. Für die kleine Größe S und M braucht man dann verschiedene Garne von Shibui. Man kann natürlich auch andere Garne hernehmen. Also es ist jetzt nicht gesetzt. Und um die wunderschöne Blanche jetzt stricken zu können, ich weiß, es ist eigentlich ein Sommertop und es wird mit Leinen gearbeitet, aber ich dachte, wen interessiert das denn? Also mich nicht. Ich stricke, was ich will, wann ich will. Und habe mich deswegen eben für diese Sommervariante entschieden. Es gibt nämlich auch eine Blanche-Wintervariante. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich brauche für meine Größe einmal das Shibui-Netz in Reed und zwar drei Stränge. Und ich habe mich jetzt für die Farbe Tar entschieden. Tar. Und das ist ein 100% Leinengarn aus Japan. Die Farbe ist grandios. Das ist so ein richtig schönes, sattes Grau. Schimmert jetzt auch sehr schön im Tageslicht. Das ist wirklich ein grandioses Garn. Falls ihr mir schon länger folgt, dann wisst ihr, dass ich auf Kriegsfuß bin mit Leinen und Baumwolle. Das hier ist jetzt reines Leinen. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber ich wollte dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Ich finde diese Farbe einfach super schön und ja, konnte nicht widerstehen. Wie gesagt, einmal Reed 3, weil da wird der Körper und die Ärmel hauptsächlich draus gestrickt. Dann brauche ich einmal Twig, Shibui Knits Twig, auch in der Farbe Abyss. Das ist das, was vom Farbton her am nächsten zu Tar passt. Ihr seht, das ist hier schon sehr gesprenkelt, durchbrochen. Es handelt sich hierbei um recycelte Seide, Leinen und einen ganz kleinen Anteil Wolle. Und ja, das ist ziemlich rau, sehr strukturstark, würde ich mal sagen.
Aber sieht wirklich ganz wunderschön aus. Davon habe ich eins gekauft. Dann geht es weiter mit der Shibui Knits Fern. Das ist 100% Baumwolle. Auch hier habe ich mich für die Farbe Tar entschieden. Es schimmert wieder so ganz wunderschön. Und zu guter Letzt braucht man einen Strang Shibui Silk Cloud. Da habe ich auch die Farbe Tar. Das ist also 60 Kit Mohair und 40% Seide. Ja, ich fand die Farbe wunderschön. Das ist auch so ein Grau, so ein dunkles Grau, das mir unheimlich gut steht, finde ich. Und dieses Modell, das ist einfach so locker, so fluffig, so unkompliziert. Aber die einzelnen Muster da drin, die sind einfach wunderschön. Und das kann man jetzt leider, doch hier kann man das so ein bisschen sehen, dass hier auch diese Cross-Stitches mit dabei sind, die ich ja auch in meinem Schal verarbeite. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Der Schal von Espace Tricot. Und ich dachte mir, das ist so schick, so wunderschön. Und ich tendiere ja bei handgestrickten Sachen eher so zu knalligen Farben. Aber wollte jetzt eben mal was ganz Dunkles ausprobieren und eben was, was total außerhalb meiner Komfortzone liegt. Ich glaube aber, dass ich ganz gut damit fahren werde, weil das Modell ist einfach grandios. Das ist so richtig schön fluffig, leicht. Das kann man, könnte ich mir vorstellen, auch gut jetzt schon tragen mit einem Langarm-Shirt oder so drunter. Und dann nachher so im Frühling sowieso. Und ich mag diese Farbe einfach ungemein. Dunkle Farben mag ich einfach am liebsten. Und ich hoffe, dass ich mir jetzt nicht selber ins Bein schneide, wenn ich mit diesen ganzen Baumwoll- und Leinfasern arbeite. Das ist also meine Auswahl. Ich muss sagen, Shibui gehört jetzt nicht zu den preisgünstigen Sachen, ganz ehrlich. Aber das ist, war für mich so ein bisschen 0-0-Geschäft. Ich habe altes Garn, das ich nicht mehr verwende, gegen neues ausgetauscht. Und ich glaube, das ist auch nachhaltiger. Für mich auch. Und ich glaube auch, dass diejenige, die die Garne gekauft hat, viel Freude damit hat. So wie ich jetzt eben mit meiner Shibui-Auswahl. Genau, das ist sowas, was ich mir jetzt fürs nächste Jahr vornehmen möchte. Januar, Februar, so in dem Dreh. Ich habe ja noch ein paar Sachen, die ich jetzt erstmal fertig stricken möchte. Dazu gehört ja auch mein Schiff, die Sweater, der. Ich bin da auf Sleeve Island und ich hoffe, dass ich das über die Weihnachtsfeiertage dann fertig bekomme. So, jetzt ist Schluss hier mit Werbung. Das ist ja schon wieder ganz schlimm. Wie gesagt, ich habe alles selber gekauft. Das ist alles für mich persönlich. Ich stehe auch mit keinem der genannten Unternehmen irgendwie in geschäftlicher Beziehung. Ich möchte euch einfach nur so ein bisschen Inspiration schicken und vielleicht ist ja für die eine oder den anderen von euch was dabei, was euch vielleicht Freude machen würde. Genau. Das ist so meine Intention. Nun möchte ich euch aber noch mit auf ein Handarbeitsprojekt nehmen, die nächsten Tage. Ich möchte nämlich gerne so eine kleine Nadeltasche nähen. Habe mir auch schon meine Wolle dazu, mein Garn dazu hingepackt und habe eine wunderschöne, kostenlose Anleitung tatsächlich bei Patty Du gefunden, bei Ina Fischer, mit der ich damals das Nähen gelernt habe. Sie hat ja auch hier einen YouTube-Kanal, kann ich euch alles gern verlinken. Ich kann auch gerne nochmal die Wolle aufschreiben, die ich euch jetzt gezeigt habe. Und die hat aber eine wunderschöne Anleitung für so ein kleines Rollmäppchen gemacht. Ich habe es jetzt hier nur mal in Schwarz-Weiß. Aber das ist so süß. Die könnt ihr euch kostenlos bei ihr auf dem Blog runterladen. Sie hat auch dazu ein Video-Tutorial gemacht und jetzt geht es eben erstmal darum, das Schnittmuster zusammenzuheften. Das ist ja immer wirklich wunderschön erklärt bei der lieben Ina. Ich finde es einfach wunderbar. Und dann hat man hier eben diese Vordrucke, die man jetzt einmal ausschneiden muss, zusammenkleben und dann den Stoff danach ausschneiden. Und den Stoff, den zeige ich euch jetzt mal. Für die Anleitung, ich kann sie euch ja nochmal hier mit rübernehmen. Das ist also das Mäppchen. Das hat hier so eine süße Tasche. Und hier kann man dann so Stifte oder Stricknadeln oder irgendwas mit reintun. Das möchte ich gerne arbeiten.
Und dazu braucht man verschiedene Stoffe. Also man kann es natürlich auch total einfarbig machen. Aber ich habe mich jetzt im Außenstoff für diesen schönen Mondstoff entschieden. Und natürlich muss der auch mit ein bisschen Flieseline verstärkt werden. Ich habe hier die H630. Da werde ich dann auf jeden Fall diesen Stoff mit verstärken und auch noch ein schönes Steppmuster drauf machen. Also der Stoff an sich ist natürlich schon sehr schön, aber ich finde, wenn da noch so ein bisschen Gestepptes mit dabei ist, das macht das Ganze immer noch ein bisschen besonderer an meinen Augen. Dann habe ich mich im Innenstoff für dieses schöne Rosa entschieden, so altrosa, Taupe-Richtung. Passt mit diesen Sprenkeln ganz wunderbar zusammen. Das wird also die Innenseite, die ihr hier so sehen könnt. Und dann ist natürlich hier noch ein Täschlein und hier die Abteilungen für die Stifte oder Stricknadeln oder Häkelnadeln, was auch immer. Und dafür habe ich mich dann für diesen gestreiften Stoff entschieden, der auch so ins Grau geht. Dachte, das ist wirklich eine schöne Kombination. Das Ganze wird dann nachher mit so einem Satinband zusammengefasst. Das ist auch so ein altrosa Ton. Und natürlich braucht man auch ein paar Cam-Snaps. Ich habe hier diese hellrosa Dinger einfach genommen, um nachher hier dieses Täschlein zumachen zu können. Ja, meine Lieben, das ist der Plan. Habe schon alles bereitgelegt. Das hier muss auch noch mal zur Seite. Hier habe ich schon meinen Lochstanzer und die Zange, die ich dann nachher für die Cam-Snaps brauche. Und ich würde mal sagen, jetzt muss ich erstmal die ganzen Papiere zurechtschneiden und zusammenlegen. Und wir sehen uns wieder, wenn alles fertig zugeschnitten ist. So, meine Lieben, ich habe jetzt hier erstmal mir die ganzen Übersichten zurechtgelegt, was ich jetzt alles wie zusammenkleben muss, was ich jetzt wie ausschneiden muss. Das ist immer ganz wunderbar erklärt. Ich habe mir jetzt hier meine Taschenteile schon mal einmal zusammengeklebt und da steht auch immer drauf, was man von welchem Stoff immer so zuschneiden muss. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Das mache ich heute noch. Und dann kann auch schon bald genäht werden. Thank you.
So, meine Lieben, ich habe jetzt hier schon meine ganzen Sachen zusammengeschnitten. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist meine Bügeleinlage. Und ich habe mich dafür entschieden, natürlich noch den Außenstoff zu steppen. Und deswegen habe ich hier noch meine Flieseline H630. Das ist schon ein ziemlich dickes Volumenvlies, das ich aufbügeln muss. Und ich habe hier auch noch meine normale Bügeleinlage. Ich glaube, so eine H180 ist das. Also was ganz Dünnes, was aber trotzdem noch so ein bisschen Struktur gibt. Und hier, es liegt schon mal alles bereit. Also hier ist der Hauptstoff. Dann habe ich mich hier doch noch mal umentschieden. Ich habe jetzt doch so ein silbernes Satinband genommen. Ich glaube, das würde dann zum Außenstoff ganz gut aussehen und ist ja auch so ein bisschen festlich, ne? Und ich bin am Überlegen, ob ich hier drinne dieses Band noch mal so ein bisschen verarbeite. Aber da muss ich dann mal sehen, wie und ob mir das gefällt. Heute werde ich jetzt noch die Vlieseinlagen zurechtschneiden und dann kann das auch schon fast mit dem Nähen losgehen. Jetzt kommt Henrik aber gleich nach Hause und deswegen werde ich hier jetzt erstmal die Lichter ausmachen für einen Moment und uns was Leckeres zu essen kochen. Wir haben noch ein bisschen Hähnchen und Blätterteig und Pesto. Da werden wir mal wieder unser Lieblingsrezept von Jamie Oliver machen. Genau, das werde ich jetzt mal tun. Ich habe nämlich auch ganz schön Hunger. Und dann werde ich den Abend mit Bügelvlies zuschneiden ausklingen lassen. Thank you.
Meine Lieben, es ist geschafft. Ich habe jetzt. Oh, ganz schnell. Ich habe jetzt alles fertig zurechtgeschnitten. Und für heute mache ich aber Feierabend. Ich werde jetzt noch ein bisschen an den Weihnachtsgeschenken weiterstricken. Und dann sehe ich euch morgen frisch und munter wieder. Dann wird das Ganze alles zusammengebügelt und schon mal ein bisschen was zusammengenäht, was zusammengehört. Das machen wir aber erst morgen. Also, bis dahin. So, meine Lieben, es ist schon wieder der nächste Tag angebrochen und die Sonne ist schon wieder untergegangen und es wird dunkel. Ich werde jetzt noch auf meine Stoffteile die einzelnen Bügelfliese drauf bügeln und dann ist aber für heute auch schon wieder Schluss. Am Wochenende werde ich dann anfangen, das Täschlein zu nähen. Das zeige ich euch dann aber erst im nächsten Vlog, nächsten Advent sozusagen. Ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen, ein kleines Vlogmas für euch zu machen. Ich weiß nicht, es hat mir irgendwie gut getan, mich so ein bisschen in Bewegung zu bringen, für euch ein schönes Video zu machen. Und immer wenn ich ein Video machen will, dann konzentriere ich mich auch so auf die Kleinigkeiten und was so alles um mich herum passiert und achte auf viele Details und das holt mich ganz schnell immer aus so einer blöden Verstimmung raus. Nicht immer, aber fast immer. Und es hat mir einfach gut getan. Und auch wenn ich vielleicht diesmal ein bisschen redseliger bin, denke ich doch, dass es ein ganz süßes Video geworden ist, das vielleicht die eine oder den anderen von euch auch ein bisschen aufheitern kann, falls es euch gerade nicht so gut geht, falls ihr euch allein fühlt. Dann hat euch das Video ja vielleicht ein bisschen Gesellschaft geleistet. Das wäre ganz schön. Und ja, nebenbei entsteht auch noch was Schönes, und zwar dieses kleine Rollmäppchen. Ich bin schon ganz gespannt. Normalerweise lasse ich euch ja nicht mit so einem Cliffhanger hängen, aber ich glaube, ihr freut euch vielleicht auch auf nächsten Sonntag, wenn ihr dann seht, wie das Täschlein fertig ist. Es gibt also doch ein kleines Vlogmas mit Sarah van Draht. Ich habe mir einfach gedacht, warum eigentlich nicht? Und das ist doch immer ganz schön, auch zurückzuschauen. Vielleicht kann ich ja meinen lieben Hendrik dazu überreden, dass er uns auch ein bisschen Gesellschaft leistet. Aber natürlich nur, wenn er möchte. Wir wollen hier ja keinen zu seinem Glück zwingen, nicht wahr? Auf jeden Fall steht noch an, das Tannebäumchen aufzubauen. Das echte natürlich. Und den Adventskranz. Ihr glaubt es wahrscheinlich nicht, aber ich habe den Adventskranz noch gar nicht aufgebaut. Wir haben zwar immer Kerzen auf dem Couchtisch stehen, aber so ein richtiger Adventskranz, das muss schon sein. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen sehr schönen zweiten Advent. Ich hoffe, ihr könnt euch schön entspannen und das ein oder andere Märchen gucken, das so im Fernsehen läuft. Ich werde jetzt hier noch fleißig sein und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis bald und tschüss.